Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK Motion and Control. Herzlich willkommen bei unserem IAA Messemagazin in dieser Ausgabe mit folgenden Themen: MIA, deutsche Revolution auf vier Rädern. Eternity, neue Marke, neues Glück. VDA Jungunternehmer, neue Generation. Land Rover Studie, Gummistiefel unter freiem Himmel. Zu unserem ersten Thema. Dass man auch im Jahre 2011 eine Automarke neu auf den Markt bringen kann, das beweist die deutsche Firma MIA. Entwickelt unter der Federführung von Murat Günak, dem ehemaligen Leiter von Volkswagen Design, entworfen und hergestellt von dem deutsch-französischen Hersteller MIA Electric, ist der MIA ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug in Mikrobusform für den Stadtverkehr. Und es ist eines der wenigen E-Fahrzeuge, die man bereits zeitnah kaufen kann. Diesen Sommer haben die ersten Exemplare das neue Werk im französischen Cerizay verlassen. Die Serienproduktion startete im Juni 2011. Das E-Mobil wurde zunächst für Carsharing-Dienste ausgeliefert. Ab Dezember 2011 sollen monatlich ca. 1000 MIAs produziert werden. Im Jahre 2012 wird der MIA auch für private Käufer auf den Markt erhältlich sein, zu einem Basispreis von 19.500 Euro. Ebenfalls erstmalig auf der IAA präsentiert sich die neue Marke Eternity. Eine neue Nobel-Autoschmiede mit Sitz in London schickt sich an, den Markt der exklusiven Sportler aufzumischen. Eternity nennen die Briten ihre Marke. Der erste Entwurf hört auf den Namen Himera. Infos oder Bilder dazu gab es bisher nicht, doch jetzt ist Messezeit und wir sind schlauer. Eternity will die ersten Himera bereits 2012 ausliefern. Unter der Haube des allradgetriebenen Super-SUVs wird ein 4,8 Liter Twin-Turbo V8 Benziner satte 699 PS entfachen. 290 Sachen soll der Himera so schaffen. Mit 174.000 Euro müssen die Kunden der neuen Marke sicherlich nicht nur viel Geld, sondern auch viel Gottvertrauen in die Alltagstauglichkeit investieren, denn ein Händler- und Werkstattnetz gibt's bislang noch nicht. Der deutsche Mittelstand gilt als starkes Rückgrat der Automobilindustrie. Aber viele Familienunternehmen haben ein echtes Nachfolgeproblem. Ganz anders die VDA Jungunternehmer, die sich in Halle 4.1 präsentieren. Die VDA Jungunternehmer sind im Jahr 2011 im Rahmen eines Gemeinschaftsstands mit 5 Unternehmen aktiv. Das sind die Unternehmen Fischer und Kaufmann, Schmiedetechnik Lettenberg, die Redi Group, Convecta und die Schweizer Group. Das sind die Nachfolgegeneration, die hier das Prinzip Messeteilnahme im Rahmen des Gemeinschaftsstands ausprobieren und hier Kundenkontakte knüpfen, das Netzwerk weiter ausbauen, ja, und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Bei den VDA Jungunternehmern sind wir jetzt im vierten Jahr gemeinsam zusammen. Es sind ungefähr 30 Unternehmen, die sich zweimal im Jahr treffen, unterschiedliche Themen bearbeiten und sich immer zu automobilen Fachthemen treffen. Zum einen ist es ein Netzwerk geworden, ein richtig gutes Netzwerk, wo Informationen ausgetauscht werden. Weiterer Vorteil ist, dass wir hier auf der IAA vertreten sind und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass wir Geschäftsinteressen gemeinsam verfolgen. Es sind die ersten Joint Venture schon gegründet worden, die in diesem Gremium zusammen besprochen worden sind oder ein Ergebnis sind von solchen Netzwerktreffen. Nicht alles, was Automobildesigner entwickeln, macht Sinn, wie die Land Rover Studie DC100 Sport beweist. Der aufreizend gelbe DC100 Sport überträgt mit Faltdach, klappbarer Frontscheibe, flachen umlaufendem Fensterband und einer Pickup-ähnlichen Ladefläche hinter den beiden Sitzen die kantige Robustheit des Ur-Defenders in die Neuzeit. Ob das heutzutage überhaupt noch jemand braucht und wie viel Sinn es macht, ein Geländeauto ohne Dach anzubieten, das fragt sich bei Land Rover offenbar niemand. Etwas Gutes hat es. Es zeigt, dass die Briten in indischem Besitz offenbar wieder genug Geld für überflüssige Spielereien haben. Das war unser Messemagazin für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.